Hey und willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar ist diesmal ein kleineres Tutorial, in dem ich euch zeige, wie ihr MP3 zurechtschneidet, also etwas aus einem Lied herausschneidet. Mit einem einfachen Programm, das sich MP3 Direct Cut nennt. Simpel aufgebaut und auch einfach zu bedienen. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Und zwar öffnet ihr MP3 Direct Cut und geht auf Datei und Öffnen. Sucht euch nun euer Lied. Genau. So, hier ist also unser Lied. Dieses braune da, das ist nur Anfang und Ende. Das eigentliche Lied ist das blaue hier. So, also ich will euch jetzt zeigen, wie ein Stück herausscheint. Deswegen setzen wir am Anfang des Liedes mit dem Knopf hier unten den ersten Marker und gehen weiter bis zu der Stelle, wo wir das Lied anfangen, wo wir anfangen wollen, das Lied zu hören. Mal hier. Und dort setzen wir den Endmarker. Und jetzt seht ihr, dass das im Hintergrund hellblau, so türkis geworden ist. Und das haben wir jetzt quasi markiert. Und das schneiden wir jetzt heraus, indem wir hier auf dieses Scherensymbol klicken. So. Dann gehen wir weiter zu der Stelle, wo wir wollen, dass das Lied aufhört. Hier. Und setzen dort hier den Anfangsmarker und gehen bis ans Ende. Und setzen dort den Endmarker. So, und wenn wir jetzt wieder auf das Ausschneiden-Symbol klicken, bleibt nur noch der Teil übrig, den wir hören wollen. Ja, nun einfach nur noch auf Datei Audio komplett speichern, den Titel, Namen geben. Und ja, das war's auch schon. Und ja, ciao.